Da hocken Menschen in einer Höhle. Sie sind gefesselt. Sie starren auf eine Wand. Auf der Wand bewegt sich etwas. Es sind Schatten. Die Leute, die die Schatten sehen, denken: Guck mal, da reitet einer auf einem Esel. Da geht ein Mann mit einem Sack auf dem Rücken. Da fliegt ein Vogel vorbei und dort, der Baum, seine Zweige bewegen sich im Wind. Aber die Schatten sind nur Schatten. Keine Menschen, keine Tiere, keine Bäume. Die Leute meinen, diese Schatten seien die Wirklichkeit. Sie haben keine Vorstellung davon, wie die Welt wirklich ist. Und sie können die Höhle nicht verlassen. UN-Meteorologen warnen vor weltweitem Wetterchaos. Wir sehen bemerkenswerte Veränderungen rund um den Planeten, welche an die Grenzen unseres Verständnisses des Klimasystems. US-Wissenschaftler vermuten, dass eine extreme Dürre zu den Unruhen beigetragen haben könnte. Die Regierung erwartet 200 Millionen Klimaflüchtlinge. Die Bundesregierung warnt vor katastrophalen Folgen der Erderwärmung. BKA-Chef warnt: Neue synthetische Drogen überschwemmen den Markt. Leichte Beschaffbarkeit und der schnelllebige Markt stellen Polizei, Labore und Suchtberatungsstellen vor große Herausforderungen. Einer vom Bundesgesundheitsministerium geförderten Untersuchung zufolge sind rund 560.000 Deutsche internetsüchtig. Wie wird die Welt morgen sein? Und übermorgen? Mache ich dann alles noch so, wie es meine Eltern getan haben? Gibt es da noch genug klares Wasser? Oder gibt es Krieg, weil das Wasser oder Essen fehlt? Und die Sonne, sehe ich sie noch oder verschwindet sie hinter schwarzem Rauch? Blühen die schönen Blumen im Garten? Gibt es den Garten noch? Grasen Tiere auf der Weide? Gibt es die Weide überhaupt noch? Und ich? Werde ich glücklich sein? Unsere Schule hilft den Kindern, einen globalen Überblick zu bekommen und ihre Kreativität zu entwickeln. Sie lernen, ihr Herz zu öffnen, entwickeln viel natürliche Empathie. Diese Kinder sind wirklich bereit zu helfen und neue Antworten auf unsere Herausforderungen zu finden. Die jungen Menschen oder überhaupt durch die technologische Entwicklung sind wir eigentlich zugemüllt mit Informationen fast Tag und Nacht. Schon Kinder gehen mit ihren Händen ins Bett. Und das ist ein Drift dann in die Außenwelt und die Innenwelt geht mir verloren. Und was das Interessante ist, auch jetzt in der Schweiz, ich habe zunehmend Anfragen von Lehrern, die sagen, sie möchten mal mit ihren Schulklassen zu mir ins Zentrum kommen und mal einfach das kennenlernen und anschmecken, was das bringt, wenn man einfach mal still ist. Wir brauchen die Stille, uns selber zu begegnen, das ist das eine, aber auch um Klarheit zu finden für meine Entscheidungen. Sonst, wenn wir zu sehr im Außen sind, dann sind wir von außen gesteuert und verlieren uns in der Außenwelt. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass die jungen Leute solche Angebote haben. Wir haben uns in den letzten 8 Jahren auf den Sport konzentriert. Der französische Fußballverband war der erste Sportverband weltweit, der Bewusstheit und Selbsterkenntnis als zentrale Komponente in sein Ausbildungsprogramm aufgenommen hat. Wir stellen uns heute die Frage, welche Art der Erziehung wir uns eigentlich für die zukünftigen Generationen wünschen. Also die Frage, die man sich stellen kann, ist ja, was nützt es meinem Kind?
wenn es jetzt diese Achtsamkeitsübungen in der Schule lernt oder auch alles, nicht nur die Übungen, sondern alles, was damit verquickt ist, eben auch das Wissen über den, um den eigenen Körper. Und da kann ich eigentlich eine ganz, ganz befreiende Antwort geben, dass das großen Mut machen kann, wenn Kinder und Jugendliche lernen, frühzeitig ihre von unten anflutenden Impulse wahrzunehmen und die Freiheit zu bekommen, sie nicht direkt ausleben zu müssen. Das heißt, die Impulse fluten von unten an und Kinder, die Achtsamkeitsübungen gewohnt sind, spüren das und haben dann die Freiheit zu sagen, will ich dem jetzt nachgeben oder nicht. Wenn der Unterricht gerade besonders langweilig ist und wir uns viel lieber miteinander unterhalten würden, rufen die Lehrer meistens: Pass endlich auf! Eigentlich weiß ich oft nicht, wie ich das tun soll. Wir hören dann zwar auf, miteinander zu reden, aber eigentlich sind wir nur mit dem Körper da. Unsere Gedanken sind ganz woanders. Und zwar da, wo es schön ist. Aufpassen heißt, die Aufmerksamkeit zentrieren und auf einem Punkt zu halten und sich nicht ablenken zu lassen von den tausend Außenreizen. Wenn ich das trainiere in der Phase, wo ich auf meinen Atem achte, immer wenn die Gedanken weggehen, zurück zum Atem, dann schule ich diesen Rückholvorgang. Und dieser Rückholvorgang, der bewirkt auch im Gehirn, dass die neuronalen Aufmerksamkeitsnetzwerke gestärkt werden. Das heißt, wenn ich übe, ganz unspektakulär, Augen schließen, auf den Atem achten, ohne ihn zu verändern, immer wenn die Gedanken weggehen, die Aufmerksamkeit wieder zum Atem holen, wenn ich das übe, dann habe ich ein ganz großes Reservoir für die Situation, wo ich bei der Klassenarbeit bin. Das ist natürlich jetzt, wenn wir das in den Bereich von Kindern und Jugendlichen bringen, eine ganz große Grundqualifikation, die man eigentlich doch wirklich schon den Kindern und Jugendlichen zumuten kann und ihnen ein Geschenk eigentlich damit machen kann, wenn sie das frühzeitig lernen. Zu lernen, wie man auf seine Emotionen hört, ist sehr wichtig. Denn aus den Emotionen entstehen Handlungen und Entscheidungen und vieles mehr. Deshalb lernen wir, mit Emotionen umzugehen. Hörst du nicht die Stille? Hörst du nicht die Stille? Panda, wach auf! Panda, wach auf! Ich weiß es nicht, ob er ist wach. Ich weiß es heute nicht. Ja! Das Happy Panda Projekt ist ein Achtsamkeitstraining für Kinder. Das bedeutet, es ist ein so formaler Kurs, wo wir in Kindergarten oder Kita kommen für 10 bis 15 Treffen. Und da erforschen wir über Achtsamkeit zusammen mit den Kindern. Beobachte ganz genau, was es macht bei dir. Wir reden jetzt nicht, wir sind noch bei uns. Und das Projekt hat so einen Teil, machen wir Übungen über, die auch als Fokus ein bisschen mehr haben, so Konzentration, Aufmerksamkeit, so einfach kurzer Moment zu spüren. Wie fühle ich mich gerade zum Beispiel? Man entspannt sich einfach. Und man hat die Klangschale. Und dann sitzt man gerade und macht die Augen zu. Und wenn die Lehrerin zum Beispiel sagt, Panda-Haltung, bist du still. Auch andere Übungen, die auch fördern so sozial-emotional Intelligenz.
Da sprechen wir über Großzügigkeit. Was ist Großzügigkeit? Was bedeutet das Wort? Dankbarkeit. Wir sprechen über Gefühlen. Was sind die Gefühle? Wo fühle ich Wut im Körper? Ja. Wir bringen Achtsamkeit einfach in Schulen als ein Werkzeug, und das man entdecken kann. Und nicht unbedingt als Heilungsmethode jetzt für Kinder, die unruhig sind. Das ist uns wichtig, weil es wird auch manchmal auch nicht verstanden. Man versucht, die Kinder ruhiger zu haben, dass die auch entspannt sind. Aber Achtsamkeit geht es über, was fühle ich jetzt gerade, erforschen, also gucken. Und ja, was ist da jetzt in diesem Moment? Diese Schule wurde für Kinder mit Sprach- und Wahrnehmungsstörungen gegründet. Heute kommen 70% der Kinder aus Migranten- und Flüchtlingsfamilien. Ein speziell ausgearbeitetes Achtsamkeits- und Resilienztraining soll zum einen Ressourcen und Widerstandskraft stärken, zum anderen die Empathie und damit Gemeinschaftsfähigkeit fördern. Also es geht darum, dass man auf dem Thron sitzt und eine Talentblume bekommen hat. Eine Talentblume ist ja ein Stück Stoff, daraus macht man eine Blume und sagt, was man gut kann. Und bei mir ist es geholfen, weil die Talentblume mich jetzt stark gemacht hat in dem Herzen. So viele Talentblumen, guck mal. Alban, du bist das beste Kind der Welt. Du kannst so gut hören und so gut lernen und Hilfsbereitschaft. Wie fühlt sich das jetzt an, wenn der Papa dir sowas sagt? Fröhlich. Bist du da glücklich? Ja. Wo spürst du das so? Im Herz. Im Herz. Es kribbelt und krabbelt auf meiner Haut, sanfte Streicheln wird aufgebaut. Kneten, kneten, das tut gut, gleich das Klopfen, das geht ins Blut. Es gibt viele Kinder, auch mit ADHS, die sehr profitieren von dieser Körperarbeit, weil sie lernen, ihre Körpersignale wahrzunehmen. Es ist auch das Erfahren des Atems und der Stille, Erfahren der Körpergrenzen durch äußere Materialien wie Sandsäckchen oder verschieden gefüllte Kissen, wo die Kinder sich selber wahrnehmen können und auch immer genauer die Signale ihres Körpers kennenlernen und dann im Sinne von Selbstregulierung und Impulssteuerung lernen, sich selber zu regulieren. Kindgerechte Figuren helfen dabei, die unterschiedlichen Gefühle zu erkennen und auszudrücken. Auch Angst vor dem. Ich glaube, ich bleibe lieber bei meinem eigenen Festbau. Vielleicht lachen mich dann sonst auch alle aus. Und ich. Das ist nämlich unser neues Schild, was wir lernen. Es gibt immer verschiedene Wege. Genau. Warum müssen Schüler ruhig sein und die Lehrer die ganze Zeit reden? Warum wird belohnt, wer sich Jahreszahlen merken kann, nicht aber wer Streit schlichten kann oder Verantwortung übernimmt? Warum wird in der Schule so viel über Prozentrechnung gesprochen und nie über Gefühle wie Angst oder Traurigkeit? Wie sollen wir zusammenhalten, wenn die Schule ein einziger Wettkampf ist? Wie sollen wir stark werden, wenn keiner sich schwach zeigen darf? Thank you.
Diese neue Dimension der Erziehung vermittelt jungen Leuten die Fähigkeit zur bewussten Selbstwahrnehmung. Which is them having access to self-awareness. What's so important for them is that they Für sie ist es besonders wichtig, dass sie in einem sicheren Umfeld ihre Emotionen, Gefühle und Gedanken erforschen und sich entwickeln können. That they feel safe in exploring their emotions, how they are feeling, what they are thinking about. Wenn sie Zweifel hegen, können sie mit Erwachsenen darüber sprechen, die ihnen mit Respekt zuhören, ohne gleich zu urteilen. Dies ist eine perfekte Gelegenheit, um in sich zu gehen, zu schauen, was mit den eigenen Emotionen, den eigenen Überzeugungen geschieht und wie man mit der Situation umgeht. Und es ist auch eine großartige Gelegenheit für Eltern und Lehrer zu lernen, wie man beobachtet. Reagiere ich? Wann reagiere ich auf Situationen? Und wann bin ich in der Lage, eine Situation nur zu beobachten? Und ich spüre, dass ich auf eine Situation reagieren kann und doch ganz bei mir bleibe. Ein Beziehungskompass soll es jungen Menschen ermöglichen, Emotionen auszudrücken. Dieses Hilfsmittel wurde von Education for Peace für Menschen entwickelt, die niemals eine echte persönliche Entwicklung durchlaufen konnten. Es erlaubt ihnen, über ihre Erfahrungen zu sprechen, auch wenn sie dies eigentlich nicht gewohnt sind. Parce que je me sentais bien. Là, après mes deux victoires, je me sens encore mieux. Donc là, j'arrive à mieux communiquer avec mes partenaires. D'accord. J'étais au 3 parce que je me sentais bien avec tout le monde. Et ça a descendu parce que je me sens bien, mais il y a que... Vu que j'ai perdu mes deux matchs, je suis pas super bien. Zu lernen, all unsere Emotionen willkommen zu heißen, ist sehr wichtig. Denn unangenehme Emotionen wie Angst lassen sich langfristig nicht verdrängen. Sie kehren zurück. Denn unangenehme Gefühle überbringen uns eigentlich eine Botschaft über etwas, das wichtig für uns ist. Will man nicht Opfer der eigenen Emotionen werden, muss man lernen, sie zu beobachten. Je mehr man lernt zu beobachten, desto weniger wird man zum Opfer. Denn Beobachtung schafft die innere Stärke und Kraft, um Entscheidungen aus einem anderen, inneren Raum heraus zu treffen. Wir sind nicht unsere Gefühle. Unsere Gefühle kommen und gehen. Ich kann so ein bisschen Distanz haben. Ich kann so ein bisschen das beobachten. Und durch diese Beobachtung kann ich auch zur Ruhe kommen oder kann ich andere Möglichkeiten angucken. Jetzt, ich bin wütend oder Wut ist da. Das ist auf Deutsch, ne? So interessant mit der Sprache. Ich bin wütend. Also Wut ist da. Ich kann so eine kleine Distanz schaffen. Und durch diese Distanz, das ist von Achtsamkeit sehr wichtig, dass man da so vielleicht neue Wege erfahren oder ausprobiert. Durch Achtsamkeitsübungen werden die Schülerinnen und Schüler offener für sich selbst. Und sie sprechen über ihre eigenen Erfahrungen. Und wenn das im Klassenverband geschieht, dann entsteht ein unheimlich schönes, wertschätzendes Klima, weil in dieser Angstfreiheit dann jeder von seiner Warte erzählen kann und das Mitgefühl auch für den anderen dann sich verbreitert und verbreitet. Also wenn jemand anderes, und es sind nicht alle, die dann den Mut haben, aber eben manche schon, auch mal von ihren Ängsten zu erzählen, dann hat das auch etwas Entlastendes zu sehen, aha, ich bin nicht allein. Und ich glaube, das Wichtigste an Mitgefühl und Empathie ist eigentlich, dass wir das Verständnis für den anderen haben und damit uns selber auch relativieren. Das ist eine Übung, wo ihr in kurzer Zeit, 2 bis 3 Minuten, ich schaue auf die Uhr,
macht ihr sozusagen eine Essenz der Geschichte. Und das Gegenüber hört aktiv zu, aber nicht anfangen, oh, das kenne ich auch, bei mir war das so und so. Der war, glaube ich, 1,50 groß, am Wochenende. Sonntag war es auch da. Nee, Sonntag war es auf der Litmus. Echtes Mitgefühl für andere, Perspektivenübernahme. Diese Fähigkeiten können trainiert werden durch die Methode des achtsamen Dialogs. Jeder findet was anderes schön und dann weiß man auch, was er mal gemacht hat und worauf er sich so freut und wie er das Leben selber sieht. Wichtiger Baustein, denke ich, für uns Achtsamkeitsübungen in der gesamten Schule durchzuführen, war eben die wissenschaftlichen Untersuchungen über Achtsamkeitsübungen, indem man erfahren hat, dass das einen wesentlichen Beitrag leistet für Schülerinnen und Schüler, Stress abzubauen, bewusster auch mit Gefühlen umzugehen. Eine groß angelegte Studie zum mentalen Training wurde jüngst vom Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften Leipzig durchgeführt. Das sogenannte Resource-Projekt untersuchte mehr als 300 Probanden zwischen 20 und 55 Jahren über einen Zeitraum von 11 Monaten. Die Ergebnisse zeigten unter anderem, dass eine regelmäßige formale Praxis wie Achtsamkeitstraining oder Meditation das Gehirn nicht nur in seiner Aktivität, sondern auch in seiner Struktur und Physiologie verändert. Ja, das ist doch wunderbar, oder? Okay. Man sieht hier wirklich hier alles. Wir schlussfolgern, dass es sozusagen Plastizität auf der Ebene der Zellen, der Dendriten und eben der zur Verdickung der grauen Substanz insgesamt führt. Und das können wir abbilden durch den Hirnscanner. Und das sehen wir. Das ist ein bisschen, die Analogie wäre wie beim Computer, dass sich wirklich die Hardware verändert oder wirklich die Struktur des Gehirns sich verändert, nachhaltig. Und im Vergleich dazu gibt es funktionelle Aufnahmen, da gibt man Probanden im Scanner bestimmte Aufgaben und misst dann zum Beispiel die Aktivierungen, wenn man zum Beispiel Empathie erlebt oder wenn man im Mitgefühl geht oder wenn man soziale Intelligenzaufgaben kriegt oder Aufmerksamkeitsaufgaben. Ne? Und das erlaubt uns quasi die Aktivierungsmuster während der Verarbeitung von Aufgaben zu messen. Beides haben wir erfasst. Beides verändert sich. Aufgrund der enormen Plastizität von Kindergehirn erwarte ich natürlich, dass wenn wir dieses Training, was bei Erwachsenen schon relativ gut funktioniert hat, ne, oder sehr gut sogar, dass das bei Kindern alles noch viel einfacher wird, also alles, dass die, also sagen wir mal, die Gehirnplastizität noch viel stärker ist, dass sie viel schneller lernen, dass es zu schnelleren Veränderungen kommt. Jetzt sofort! Nochmal, eins, zwei, jetzt! Jetzt sofort! Eins, zwei, jetzt! Jetzt sofort! Das heißt, bottom-up, es fluten Impulse an, deshalb machen wir das auch so wie so einen kleinen Rap. Bottom up, jetzt sofort, top down, erstmal innehalten, warten. Und das kann man eben trainieren durch die Übungen. Informationen über das Stressgeschehen im Körper, über Einflussmöglichkeiten, die Aufmerksamkeit zu steuern und sich in Stresssituationen beruhigen zu können. Vera Kaltwasser versucht dies altersgerecht mithilfe eines Modells zu vermitteln. Diese sogenannte Psychoedukation ist ein wichtiger Bestandteil des von der Pädagogin entwickelten Konzeptes. Es ist so, dass durch die Übung man innerlich auch ruhiger wird. Man kommt runter und man ist entspannter. Und das ist natürlich, das hat mich sehr positiv überrascht, dass es mich doch so beeinflusst hat. Das hätte ich nicht erwartet. Also ich habe einen Bruder und wenn wir uns halt auch mal gestritten haben, dann habe ich mir auch gedacht, okay, top down, nicht ausrasten, nicht wütend werden. Man kann es auch normal klären, top down, und das hat mir auch geholfen, mit nicht so wütend immer zu werden, sondern einfach zu sagen, okay, top down,
Also ich würde empfehlen, das regelmäßig zu machen und beizubehalten, und dann bringt es auch was im Alltag. In einigen Schulen der USA und mittlerweile auch in Europa und Australien werden Achtsamkeitsübungen bereits erfolgreich in den Schulalltag integriert. Die 2007 gegründete Organisation Mindful Schools beispielsweise bringt in 50 US-Staaten und 100 Ländern Kinder und Jugendliche mit Achtsamkeit in Berührung. Hierfür wurden Trainer ausgebildet, die als externe Achtsamkeitslehrer in die Klassen kommen. Ich befürworte, dass Lehrerinnen und Lehrer ausgebildet werden, weil sie selbst ganz viel davon haben. Das heißt ja auch so einen prophylaktischen Effekt. Da kommt Stress und Burnout nicht so leicht. Und das ist ein großes Problem auf Schulen, in Dänemark jedenfalls und ich denke auch hier in Deutschland, dass es sehr viele Lehrer gibt, die Stress und Burnout-Symptomen haben. Und das ist ja, weil es nicht immer so gesund ist, in der Schule zu sein. Und ich denke, diese Übungen und die Arbeit mit Beziehungskompetenz, das macht diese Grundstimmung oder Atmosphäre in der Schule besser. Und was gut für die Schüler ist in diesem Sinne, ist auch für die Lehrer gut. Und das ist so eine Win-Win-Situation, you could say. Also ich versuche, diese vier Schritte zu folgen hier, und dann will ich so ab und zu ein Timeout machen und dann zu meinem Team wenden. Seit vielen Jahren habe ich damit gearbeitet, durch den Dialog noch wieder die Kontakt nach innen zu etablieren. Angespannung hier hast oder Tension oder was sagt man, Spinning, ja, dann ist es ja, das hast du ja für etwas gemacht. Das ist, um diese Hilflosigkeit nicht zu spüren. Daran bin ich sicher. Ja. Das ist wichtig zu spüren, was du hier spürst. Weil dann hast du, wenn es für dich wie jetzt bewusst ist, dann hast du eine Möglichkeit, nächstes Mal etwas anderes zu machen. Also, oder vielleicht nichts zu machen, nur nachspüren. Diesen Punkt zu finden, spürbar oder zu sehen, dass es ein wichtiges Punkt ist, zu sehen, was passiert mit mir und nicht nur, was passiert mit meiner Tochter oder mit dem Kind oder so, zu sehen, was passiert mit mir. Also eigentlich geht es nicht darum, etwas Neues zu lernen. Es geht darum, die natürlichen Kompetenzen zu erinnern. Wenn man Musik anbietet, ist es gut, wenn man versteht die Noten und hat selber Erfahrungen. Genau ist es mit Achtsamkeit. Also diese Erfahrung, diese Praxis, die man selber, was passt zu mir oder was entdecke ich da drin. Ich denke, da kann man damit anfangen und es an die Kinder weitergeben. Wenn es ist nur eine Methode, dann würde es auch nicht unbedingt seine Früchte geben, denke ich. Hier gibt es inzwischen vielfältige Möglichkeiten. MBSR-Kurse beispielsweise werden inzwischen in ganz Deutschland angeboten. MBSR ist ein wissenschaftlich erforschtes Programm zur Stressbewältigung, das in den 1970er Jahren von dem Molekularbiologen Jon Kabat-Zinn entwickelt wurde. Die Abkürzung steht für Mindfulness-Based Stress Reduction, zu Deutsch achtsamkeitsbasierte Stressreduktion. MBSR-Kurse dauern 8 Wochen. Es gibt aber auch kürzere Kompaktkurse. Zudem gibt es, ebenfalls bundesweit, Meditationszentren mit Meditationskursen für Anfänger und Fortgeschrittene. Das sogenannte Retreat wird häufig im Schweigen abgehalten. Was wäre, wenn das mehr angeboten würde?
Ich glaube, wir hätten gemeinsam eine andere Zukunft, weil die Menschen dann weniger von außen gesteuert sind, sondern mehr in der Treue zu sich selber im Leben stehen. Weil Menschen, die treu sind zu sich selber, die haben ein gerades Rückgrat. Also wenn wir zu sehr nach außen, dann schwanken wir mit dem Wind. Gehen leichter verloren. Die Achtsamkeitsprogramme haben zum Teil unterschiedliche Schwerpunkte. Sie alle verbinden Bewusstheit und kritisches Engagement. Die innere Entwicklung sollte die jungen Menschen im besten Fall dazu befähigen, Verantwortung zu übernehmen für ihr eigenes Leben, für Gesellschaft und Welt. Dazu bedarf es eines globalen Überblicks. Es braucht Kreativität, Offenheit und Mitgefühl. Jedes Jahr führen die Kinder hier das Projekt für den Planeten durch. Sie helfen zum Beispiel hungernden Kindern. Es werden aussterbende Tiere gerettet oder Bäume gepflanzt. So gewöhnen sie sich daran, Dinge zu tun, die für die Gesellschaft gut sind. Die Haltung der Achtsamkeit ist ja eben sehr gut vereinbar mit unserem Ideal oder unserer Tradition der Aufklärung. Und insofern ist es einfach eine Fortsetzung dessen, was schon immer Bemühungen der Pädagogen waren, nämlich Selbstbestimmung, ein Selbstbewusstsein bei den Schülern zu ermöglichen und sie als allseits gebildete Persönlichkeiten ins Leben zu entlassen, um dann immer weiter noch sich zu vervollkommnen. Ich habe wieder von der Höhle geträumt. Es ist etwas heller geworden, aber immer noch huschen Schatten über die Wand. Schatten von Menschen, Schatten von Tieren und Schatten von Bäumen. Aber jetzt ist die Höhle leer. Nur die Fesseln liegen am Boden.